Sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanker, sehr geehrte Frau Staatsministerin Kunz, liebe Leibniz-Kolleginnen und Leibniz-Kollegen, verehrte Festgäste. Mir fällt heute Abend die sehr ehrenvolle Aufgabe zu, ein neues Leibniz-Format erstmals mit Leben zu füllen. Um aber den Funken zünden zu können, würde ich gerne jene atmosphärischen Spannungen aufnehmen, die Europa und die Welt seit einem Jahr elektrisieren und zunehmend ratlos gemacht haben. Es geht konkret um den Status der Krim, die Zukunft der Ukraine und das Verhältnis Europas zu Russland, also insgesamt um Fragen, die uns in den kommenden Monaten und vielleicht noch Jahren intensiv und auch sehr direkt betreffen werden. Denn es dreht sich hier nicht alleine um eine sehr komplexe und auch schwierige wirtschaftliche und soziale Stabilisierung, wie etwa in den südeuropäischen Ländern. Hier stehen die Sicherheitsarchitektur des Kontinents und die Wertebasis europäischer Politik mit auf dem Spiel. Was kann in einer solchen Situation überhaupt die Aufgabe der Wissenschaft sein? Wie soll sich konkret eine Wissenschaftsorganisation wie die Leibniz-Gemeinschaft produktiv im Prozess der Science Diplomacy einbringen? Das Gebot der Stunde gleicht zunächst einer Quadratur des Kreises. Es gilt, Dialogfähigkeit auf streng wissenschaftlicher Grundlage zu garantieren, ohne aber gleichzeitig all das zur Disposition zu stellen, was seit Ende des Zweiten Weltkriegs mit guten Gründen Common Sense europäischer Politik gewesen ist. Auch erfordert diese Aufgabe einen besonders großen Resonanzraum, um alle relevanten Disziplinen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und sie kann keinesfalls ein rein national isoliertes Anliegen bleiben. Wenn wir uns so umsehen, entdecken wir hier eine offene Leerstelle. Mein Fazit lautet daher, wir brauchen neue kooperative und grenzüberschreitend angelegte Formate der Forschung und Wissenschaftskommunikation, und zwar besser früher als später. Als Historiker bin ich zugegebenermaßen kein Zukunftsforscher. Meine Aufgabe ist es, gesellschaftliche Erfahrungen der Vergangenheit in einer Weise abrufbar zu machen, die ihre Einordnung in längerfristige, auch aktuelle Probleme ermöglicht. Wo die Vergangenheit in der politischen Gegenwart aber so omnipräsent ist wie in diesem Jahr, und sei es in geopolitischen Formeln wie Eurasien oder Novorossija, ist ohne Zweifel der Punkt erreicht, doch Zukunftsvisionen zu entwickeln. Diese sind auch aus anderen Gründen inzwischen bitter nötig. In den östlichsten EU-Staaten bedingt die Rückkehr von Bedrohungsgefühlen ein geradezu beängstigend schnelles Abreißen der wissenschaftlichen Kontakte, wie etwa im Baltikum, wo es erste Direktiven gibt, keine Konferenzreisen mehr nach Russland anzutreten. Lassen Sie mich daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Zukunftsvision in eine Idee, vielleicht auch in einen Traum fassen. In die Vision eines europäischen Ost-West-Wissenschaftszentrums. Im Kern sehe ich hier ein strukturiertes Programm, das junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in grenzüberschreitend arbeitenden Forschergruppen miteinander vernetzt. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Langfristprojekten mit interdisziplinärer Anschlussfähigkeit, die durch Gastaufenthalte dieser Nachwuchsgruppen an den kooperierenden Einrichtungen erheblich an Kontur gewinnen. Unterstützt würden sie dort auch durch ein eigenes Mentoring-Programm, das sich am schon bestens etablierten Leibniz-Format orientiert und die individuelle Karriereplanungen für universitäre wie außeruniversitäre wissenschaftsnahe Bereiche wirkungsvoll unterstützt. Wie Sie sehen können, zielt meine Vision auf exzellente Forschung, deren Innovation sich auch aus umfassenden Einblicken in gelebte Formen internationaler Zusammenarbeit ergibt. Und es geht um ein Forschungsmodell, das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Zukunft über eigens entwickelte Formate in direkten Kontakt bringt mit Stakeholdern und Expertinnen und Experten aus allen europäischen Ländern. Denn ein europäisches Ost-West-Wissenschaftszentrum kann noch mehr. Eine zweite Säule würde Politikberatung und Transfer zum Ziel haben
und zwar sowohl im politisch-administrativen Raum als auch in wissenschaftsnahen Bereichen, wie zum Beispiel bei NGOs, Medien, Museen, Gedenkstätten und Archiven. Einem eigenen Expertenkreis aller Konsortialpartner kommt dabei die Aufgabe zu, sich regelmäßig über aktuelle Probleme und unterschiedliche Sichtweisen auszutauschen und bei Bedarf auch forschungsethische oder geschichtspolitische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. So kann ein Ost-West-Zentrum Themen und Herausforderungen fokussieren, die für das europäische Selbstverständnis der Zukunft und die Wissenschaftskontakte zum Osten Europas zentral sind. Diese wissenschaftlich fundierte Politikberatung wäre eine kompetent begleitete soziale Infrastruktur, vielleicht mit mehreren Standorten, und stünde Interessenten auf europäischer wie nationaler Ebene offen. Eine dritte Chance liegt schließlich im Aufbau virtueller Wissensangebote, das heißt von Forschungs- und Informationsinfrastrukturen, die sprachenübergreifend und multiperspektivisch aufgebaut sind und schon daher anschlussfähig bleiben für wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Initiativen aus Ländern wie Russland, Belarus oder Aserbaidschan. Soweit die Vision. Wenn sie nicht reine Utopie bleiben soll, so werden Sie sich jetzt sicher fragen, wer kann denn eine solche Idee überhaupt realisieren? Und Sie werden nicht wirklich überrascht sein, wenn Sie jetzt von mir hören, unter den 4 großen deutschen Wissenschaftsorganisationen ist es die Leibniz-Gemeinschaft, die prädestiniert dazu ist, entsprechende Initiativen zu entfalten. Wie auch der Wissenschaftsrat jüngst festgehalten hat, verfügt Leibniz im Vergleich über die mit Abstand größte Kompetenzdichte. Institute mit einem sichtbaren Fokus auf der östlichen Hälfte Europas, wie in Marburg oder Halle, werden stimmig ergänzt durch Einrichtungen, die dauerhaft einen Osteuropa-Schwerpunkt aufgebaut haben. Hier reicht das breite Spektrum von der Zeit- und Universalgeschichte über die Schulbuchforschung und die Sprachwissenschaft, von der Geo- und Raumwissenschaft bis zur Friedens- und Konfliktforschung. Gerade im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen sind daran zahlreiche weitere Schwerpunkte wie Ökologie, die Energie- und Wirtschaftswissenschaften, überhaupt eine ganze Bandbreite an sozial- und bildungswissenschaftlichen Methoden und Zugängen im hohen Maße anschlussfähig. Diese Kompetenzdichte ist selbst im internationalen Vergleich beeindruckend. Bei der Umsetzung der Zentrumsvision braucht jedoch auch Leibniz starke und verlässliche Partner in den Zielländern. Werfen wir daher einen Blick zurück ins Jahr 2012. Damals begann nicht weit von der polnisch-russischen Grenze im ehemaligen Ostpreußen der intensive Austausch zwischen der Polnischen Akademie der Wissenschaften und der Leibniz-Gemeinschaft. Erklärtes Ziel war es, die Geistes-, Sozial- und Raumwissenschaften in Polen und Deutschland dialogisch aufeinander zu beziehen und Netzwerke zur gemeinsamen Nachwuchsförderung, zur Beratung und Infrastrukturentwicklung aufzubauen. Und schon damals, also noch vor den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine, war das gemeinsame Interesse mit Händen zu greifen, dabei auch Partner östlich von Polen in die Initiative mit einzubinden. Diese bereits gelebte Kooperation könnte daher der Kristallisationskern sein für ein Konsortium, das uns meiner Vision vielleicht schneller näher bringen könnte, als wir das heute erwarten würden, mit Europa als Partner und Förderer in diesem für die zukünftige Entwicklung unseres Kontinents so wichtigen Feld. Liebe Frau Bundesministerin Wanker, Sie haben ganz zu Recht die Jahrestage der beiden Weltkriege erwähnt. Herr Kommissar Moedas hat uns nochmal in Erinnerung gerufen, dass es nicht sehr viel mehr als 25 Jahre her ist, dass mit dem Fall der Berliner Mauer das Ende des Kalten Krieges eingeleitet worden ist. Ich möchte 2 weitere Jahrestage gegen Ende meines kleinen Beitrags noch in Erinnerung rufen. 10 Jahre nach der ersten Osterweiterung und 1 Jahr nach dem Beginn der Proteste auf dem Maidan im Herzen Kiews wird sich in allernächster Zukunft entscheiden, ob wir in Europa erneut mit tiefen Bruchlinien konfrontiert sein werden. Dass aber Wissenskulturen wieder verinseln, dass nationale Deutungsmauern erneut hochgezogen werden und Wissenschaftskontakte an Staatsgrenzen ausdünnen oder gar abreißen, das kann niemandem wirklich am Herzen liegen.
vor allem nicht einer Generation, die, wie ich auch selbst, die Systemgrenze in der Mitte Europas und auch in der Mitte Deutschlands noch bewusst miterlebt hat. Vielen Dank.